Feedback ist immer ein Geschenk. Sagt man ja so, oder? Aber stimmt es denn uneingeschränkt? Und wo? Entschuldigung, wenn ich dich gerade störe, aber darf ich dir hier ein bisschen Feedback anbieten? Ja, warum nicht? Ja. Na gut, dann schaue ich da mal rein. Oh, was ist denn das wieder für ein Schwachsinn? Was hast denn du da wieder gemacht? Ich hätte das total anders gemacht. Warum hast du dich denn entschieden? Okay. Weißt du was? Ich glaube, das kannst du gerne wieder mitnehmen. Na gut, dann nehme ich es halt wieder mit. Und genauso kannst du Feedback wirklich immer als Geschenk in dem Sinne betrachten, dass es dir jemand anbietet. Aber du hast die Wahl, ob du es annimmst oder ob du das Geschenk wieder zurückgibst. Und dieses Video ist genau für dich, wenn du etwas Eigenes machst oder etwas Eigenes machen möchtest. Dich selbstständig machen, wenn du ein eigenes kreatives Projekt hast. Und jetzt hast du von außen lauter Leute, die dir sehr bereitwillig ihr Feedback und ihre Meinungen anbieten. Dann schauen wir uns an, wann solltest du es vielleicht annehmen und wann darfst du es gerne zurückgeben. 2018 habe ich mich selbstständig gemacht. Und zwar aus dem Angestelltenverhältnis heraus, ohne wirklich einen großartigen Plan. Mit einer Idee. Und ich habe auch hier sehr viel Feedback aus meinem näheren Umfeld bekommen. In meinem Fall war das glücklicherweise durchgehend positiv. Wir haben sehr viele Leute zugetraut, dass das, was ich davor habe, tatsächlich funktionieren könnte. Oder haben mir einfach zugetraut, dass ich damit auch meinen Lebensunterhalt verdienen kann. Jetzt ist aber nicht immer so. Und vielleicht kennt ihr das von euch selber, wenn ihr irgendeine Idee habt, dass euer Umfeld dazu sehr schnell eine Meinung hat. Und Feedback, also der Begriff Feedback, heißt erstmal nichts anderes, als dass etwas zurückgegeben wird. Das heißt, Feedback ist erstmal nichts anderes wie eine Resonanz. Wenn ich einen Stein ins Wasser werfe, dann gibt auch das auf der Wasseroberfläche eine Resonanz. Nur, wir sind natürlich als soziale Wesen aufgewachsen. Das heißt, wir schenken dem Ganzen, was dann zurückkommt, einerseits Glauben und andererseits fangen wir dann vielleicht selber an zu zweifeln, weil die Menschen uns ja nahestehen und uns gerne mögen. Deswegen nehmen wir es erstmal ernst. Wann macht es jetzt also Sinn, das Feedback anderer Menschen anzunehmen und wann dürfen bzw. sollten wir das vielleicht auch eher wieder zurückgeben? Ich habe das Video in 4 Kapitel eingeteilt. Die werden wir nacheinander durchgehen und am Ende möchte ich auch ein bisschen darüber sprechen, wie sich diese Art mit Feedback umzugehen darauf ausgewirkt hat, dass ich jetzt selber auch anders Feedback gebe und dafür eine recht gute Resonanz bekomme. Gutes Feedback. Los geht's. Los geht's mit einem Satz und der Satz heißt "It takes one to know one". Es gibt keine sehr gute deutsche Übersetzung dafür, aber ich schätze mal, du verstehst schon den Kern, nämlich, um jemanden zu erkennen, der etwas kann, muss ich selber davon auch eine Ahnung haben. Nehmen wir mal ein Beispiel. Angenommen, wir schauen uns jetzt gemeinsam Parkour-Videos an und du hast bisher absolut null Erfahrung mit Parkour, hast es noch nie ausprobiert und ich mache das seit vielen Jahren. Dann schauen wir uns das gleiche Video an. Du findest sicherlich sehr viele Sachen sehr spektakulär, aber ich werde mit einem ganz anderen Auge drauf blicken. Ich werde vielleicht Dinge sehen, die ich selber schon mal probiert habe. Ich werde vielleicht ganz schwierige Sachen sehen, die extrem einfach aussehen. Ich werde sehr spektakuläre Dinge sehen, die vielleicht sehr einfach sind. Und das ist die Dynamik bei Feedback, wenn du dich schon mal in einen Bereich reinentwickelt hast und dann mit Menschen über diese Sache sprichst, dann können sie dir auch ganz anders darüber Feedback geben. Und hier gibt es auch ein kleines Problem. Ich nenne das mal Kompetenzvermutung. Und zwar gibt es ganz viele Bereiche, wo dir jemand gerne Feedback gibt, wo er oder sie selber vermutet, oh, ich habe das selber auch drauf, deswegen bin ich in der Lage, dir dazu jetzt Feedback zu geben. Nehmen wir mal das Beispiel Kurzvideos aufnehmen. Jeder hat mit seinem Handy schon mal ein Video aufgenommen, wahrscheinlich. Und viele Menschen haben auch schon ein Video von sich selbst aufgenommen. Wenn du jetzt damit startest, selber Videos zu machen und damit irgendwas zu tun, dann glauben sehr viele Menschen, die dir dazu Feedback geben, dass sie eine Ahnung davon hätten, weil ich habe ja selber auch schon mal ein Video gemacht. Ob sie das natürlich wirklich können und ob sie das wirklich selber verstehen und deswegen auch in der Lage sind, dir qualifiziert Feedback zu geben, steht auf einem ganz anderen Blatt. Und anderes Blatt,
Das bringt mich zum zweiten Punkt. Ich bin gerade total verwundert, dass ich mit diesem Stift tatsächlich einigermaßen sauber schreiben kann. Normal kann ich das nicht. Das ist der zweite Punkt. Meinung versus Geschmack versus Feedback. Wenn du irgendwas Eigenes machst und gestaltest, du machst dich vielleicht mit irgendwas Kreativem selbstständig oder du bist generell in einem Bereich selbstständig und fängst jetzt an, dafür bei Social Media Inhalte zu machen oder du schreibst einen eigenen Blog, wo du Dinge veröffentlichst, dann wirst du eine Resonanz bekommen. Denk an den Stein, der ins Wasser fällt. Jetzt ist aber nicht immer einfach zu entscheiden, ob das, was da an Resonanz zurückkommt, eine Meinung, ein Geschmack oder ein echtes, qualifiziertes Feedback ist. Und das ist ein wirklich langer Lernprozess. Da bin ich auch immer noch mittendrin, weil sobald es auch irgendwie öffentlich sichtbar ist, wirst du auch sehr viele dieser Meinungen, Geschmäcker und Feedbacks bekommen. Und die große Herausforderung ist, das wirklich immer wieder abzuwägen, in welche Kategorie fällt es jetzt gerade? Ist es wirklich ein echtes qualifiziertes Feedback von jemand, der eine Ahnung davon hat? Denk an It Takes One to Know One. Oder ist es vielleicht auch nur ein Geschmack? Weil beispielsweise, sobald du etwas gestaltest, was irgendwie kreativ in dem Sinne ist, dann wirst du auch bestimmte Geschmäcker treffen und manche wirst du auch absolut gar nicht treffen. Das heißt, wann immer mir jemand so eine Box anbietet, versuche ich das für mich selber zu kategorisieren. Ist es denn echtes Feedback oder ist es nur eine Meinung oder ist es am Ende auch nur ein Geschmack? Und ganz wichtig ist, es ist ja trotzdem irgendwo ein Geschenk. Es ist in dem Sinne ein Geschenk, dass dir jemand von außen widerspiegelt, was es mit ihm oder mit ihr anstellt. Und in dem Sinne bleibt es auch ein Geschenk. Die Frage ist nur, was fange ich mit dem Geschenk an? Fange ich jetzt an, etwas an dem, was ich tue, zu ändern? Also ändere ich bestimmte Abläufe, feile ich an meinem Geschäftsmodell oder behalte ich das einfach bei? Und hier mag ich zu dem dritten Punkt kommen. Denn echte Expertise kann fast nicht entstehen, wenn du nicht auch wirklich gutes, qualifiziertes Feedback bekommst. Das heißt, wir brauchen das, um uns weiterzuentwickeln. Und jemand, der sich ein ganzes Leben damit beschäftigt hat, der hieß Carl Anders Ericsson. Und der hat ein Modell entwickelt, das nennt sich Deliberate Practice. Also sowas wie absichtliches, intentionales Üben. Also wenn ich besser darin werden möchte, Videos zu machen, wenn ich besser darin werden möchte, an meiner Außenwirkung zu arbeiten, wenn ich besser darin werden möchte, auch wirklich ein Geschäftsmann zu sein, dann ist es sehr sinnvoll, nach dieser Deliberate Practice vorzugehen. Ich möchte jetzt in die Deliberate Practice nicht ganz im Detail einsteigen. Es gibt da vier Aspekte, die wichtig sind. Und einer der Aspekte bei Deliberate Practice, der zum Tragen kommt, ist unmittelbares Feedback. Das heißt, was auch immer ich angehe, worin auch immer ich selber besser werden möchte, ich brauche wirklich dieses unmittelbare Feedback. Denn ansonsten könnte ich mich ja total verrennen mit meinem YouTube-Kanal oder beispielsweise mit der Art und Weise, wie ich an Kunden herantrete oder mit der Art und Weise, wie ich etwas gestalte. Und Ericsson hat auch herausgefunden, dass die Entwicklung bis zur Expertise sehr viel schneller stattfindet, wenn Menschen mit wirklichen, echten Experten zusammenarbeiten, die also wirklich schon ein paar Schritte voraus haben und die wirklich eine Ahnung haben von dem, was sie sagen. Also auch hier kommt das It Takes One to Know One wieder zum Tragen. Der vierte Punkt, den ich noch ansprechen möchte, ist einer, der mir persönlich auch immer sehr wichtig ist. Ich nenne das Realitätscheck. Mir geht es ja hier in dem Video insbesondere um Menschen wie dich vielleicht, die selber irgendwas gestalten wollen, die also auch irgendwo sich ein bisschen sichtbar machen. Egal, ob du Bilder malst, die du irgendwo in der Galerie aufhängst oder ob du Inhalte gestaltest, die dann letztlich irgendwo im Internet und oder bei Social Media landen. Du wirst sichtbar sein und du wirst von Menschen dazu Resonanz und Feedback bekommen. Um das zu tun, wirst du dich sicherlich in einer Blase weiterentwickeln. Und ich gehöre auch zu verschiedenen Blasen, in denen ich mich dann befinde, weil ich interessiere mich für das Thema Video, ich interessiere mich für das Thema, wie kann man irgendwas kreativ angehen, ich interessiere mich dafür, wie kann man auch als Einzelperson kreativ ein Geschäft daraus basteln.
Und deswegen interessiere ich mich hier für bestimmte Personen und für bestimmte Inhalte. Und wenn ich dann in diese Bubble abtauche, dann werde ich auch so handeln, wie es in dieser Bubble irgendwie üblich ist. Jetzt ist aber natürlich diese Bubble und diese Blase nicht die gesamte Realität. Das heißt, viele Menschen, die außerhalb dieser Blase sind, werden das dann vielleicht nicht so ganz verstehen können, weswegen sie dir vielleicht auch Feedback geben, das sich erstmal komisch anfühlt. Aber, und da hilft es auch immer mal wieder, die eigene Blase zu sprengen, viele werden auch von außen irgendwann sagen, hey, sorry, das, was du hier treibst, das bringt irgendwie nichts oder das wirkt irgendwie jetzt nicht mehr so echt. Eine Blase, bei der mir das ganz besonders auffällt, ist die Blase LinkedIn, in der ich mich selbst auch bewege und befinde. Und wenn man das von außen betrachtet, was da teilweise passiert, also von ganz außen, ohne dass man da drin steckt, dann ist es häufig wirklich sehr merkwürdig und sehr cringe, weil wirklich fast alles, was irgendwie im Alltag stattfindet, in eine Richtung gedreht wird, sodass es jetzt hier bei LinkedIn als Beitrag funktioniert. Und ich bin selber davon auch nicht ausgenommen, aber hier kann eben Feedback als Realitätscheck wirklich helfen. Also von jemand, der nicht Teil dieser Blase ist, der dann auch mal wirklich sagen kann, ich glaube, du solltest hier mal ein bisschen kürzer treten, weil das, was du hier tust, ist wirklich irgendwie merkwürdig. Und hier möchte ich jetzt zu dem Punkt kommen, was diese Art, mich mit Feedback zu beschäftigen, mit mir selbst getan hat. Denn wenn ich jemand Feedback anbiete, mittlerweile, dann mache ich mir wirklich Gedanken darüber, bin ich qualifiziert dazu, hier echtes Feedback zu geben? Kann ich also eine professionelle Meinung zu dem Thema abgeben oder gehöre ich nur zu den Menschen, die hier eine Meinung und einen Geschmack abgeben können? Wenn es nur eine Meinung und ein Geschmack ist, dann sage ich das auch absichtlich immer dazu. Pass auf, das hier ist wirklich meine persönliche Meinung oder auch mein persönliches Gefühl. Und es kann natürlich sein, dass jemand mit ein bisschen Verständnis von, wie Selbstständigkeit läuft oder wie so ein Geschäft funktionieren kann, zwar eine Meinung abgibt, aber die doch schon auch ein bisschen qualifiziert sein kann. Trotzdem möchte ich eigentlich immer, wenn ich Menschen hier Feedback gebe, ganz genau ankündigen, das ist jetzt sozusagen nicht die Wahrheit. Und das ist ja das große Problem beim Feedback. Weil, wenn mir eine Person, die mir nahe steht, die ich gerne mag, die mich gerne mag, Feedback gibt, dann werde ich das natürlich zuallererst mal glauben. Ne? Ich werde dem Ganzen irgendwie Vertrauen schenken. Nur hier kommt was zum Tragen, was mit der Art und Weise zu tun hat, wie wir Menschen lernen. Und was hier aussieht wie ein Spiegelei, ist in Wirklichkeit ein Modell von Ken Robinson, das ich immer wieder gern verwende. Nämlich, wir alle leben in der gleichen äußeren Welt. Der Welt der Politik, der Welt der Selbstständigen, der Welt von Ländern, von allem, was so außen ist. Diese Welt, die ist relativ unbehelligt von dem, was wir in unserer inneren Welt erleben. Und unsere innere Welt ist die Welt unserer Erfahrungen, unserer Emotionen, all dem, was sich eben innerlich in uns abspielt. Und wir alle können diese äußere Welt nicht direkt erleben, sondern wir alle erleben diese äußere Welt nur durch unsere innere Welt. Durch unsere Sinneseindrücke, durch unsere Emotionen. Alles erscheint für uns im Licht, in der Farbe unserer vergangenen Erfahrungen. Das heißt, wenn ich jetzt jemand etwas anbiete und jemand anders ist halt auch in der äußeren Welt, dann sehe ich das immer nur durch meine eigene innere Welt. Und für mich ist der Schritt wichtig, auch das zu kommunizieren. Ne? Also das, was du hier tust, fühlt sich für mich so an. Wenn ich sage, das fühlt sich für mich so an, dann ist es eine andere Art von Feedback, wie wenn ich sage, das, was du da tust, das ist irgendwie Schwachsinn. Wenn ich sage, das fühlt sich für mich an als, dann kann ich dem Ganzen schon auch ein ganz anderes Gefühl verleihen. Und das schwächt es hoffentlich auch so ein bisschen ab. Und hoffentlich, das sage ich auch jetzt, ich hoffe nämlich, du konntest mit dem Video was anfangen und du kannst dir daraus was rausziehen. Ich werde in der Zukunft versuchen, auch ein bisschen mehr Inhalte und Dinge zu gestalten für Menschen, die selber was machen wollen. Die also selber sich vielleicht auch als kreative Wissensarbeiterinnen bezeichnen und daraus auch versuchen, vielleicht eine eigene Selbstständigkeit aufzubauen und sich selbst weiterzuentwickeln. Deswegen, wenn euch das interessiert, freue ich mich, wenn ihr dabei seid.